allerdings erst einmal Klick. Richtig, die sind nämlich nicht... Was? Oh. Da wollte ich gerade schön auf einen Kommentar eingehen und einen Fehler beheben, den ich gemacht hatte, aber anscheinend ist es doch kein Fehler. Aber trotzdem hat der Kommentarschreiber recht gehabt. Ich habe vergessen, das hier zu beschränken. Und wenn die Stackgröße höher wäre als 1, wäre das ein echtes Problem gewesen, weil die Roboter kosten doch ziemlich viel, ne? Aber da das jeweils immer nur ein Roboter ist, kann ich das, glaube ich, so lassen. Wie viel kann ich rausschmeißen? 4 oder so gerade nur, richtig? Voller Robot Count 5 ist researched und 6 kann ich nicht. Also 5 kann ich mitnehmen. Heißt, einer bleibt hier und den Rest machen wir mal voll. Okay, dann habe ich noch ganz viele Module. Ich wollte die Mauern überprüfen. Und die Sniper-Munition war auch irgendwie fehlerhaft. Wo fliegt ihr damit hin? Ihr fliegt zu den Türmen. Und zu den Türmen. Stimmt. Die Sniper-Munition wird zwar in die Kiste gelagert, aber sie wird nicht mehr auf das Fließband gebracht. Das heißt, ich müsste die Sniper-Muni von hier jetzt eigentlich... darauf bringen, richtig? Oh ne, das war alles anders. Ich weiß nur nicht mehr wie. Weil wenn ich das jetzt auf das Fließband hier lege, dann läuft es nach unten, aber es läuft, glaube ich, direkt im 90-Grad-Winkel auf ein anderes Fließband. Dementsprechend landet alles auf der linken Seite. Geht da drum. Richtig? Nee. Hä? Achso, stopp, da kommt es auf das Fließband. Die hier haben keinen Strom, dann kann ich es ja erstmal einsacken. Dum, dum, dum. Ja, genau, hier kommen sie nämlich alle auf die linke Seite. Das heißt, ich müsste hier irgendwo einfach eine Kiste hin tun. Die Sniper-Muni anfordert. MG momentan noch. Ruhig ein bisschen mehr. Und die liegt jetzt einfach direkt hier drauf. Und dann müsste es nach und nach umgehen. Was aber ewig lange dauern wird. Und ich sollte das nicht hier machen, sondern ich sollte das zwar in der Nähe des Fließbandes machen. Aber was ist das? Oh nein. das konnte ich mir so richtig schön vorstellen. Soldat an der Front. Was ist denn das da in der Luft? Und eine riesige Rakete kommt mir zugeflogen. Das ist nicht wirklich lustig, aber... ja, gut. So war das eben gerade auch. Was ist denn das da für ein lila Ding? Oh, ist das eine Bombe? Wenigstens bin ich noch weggelaufen. So, was ist jetzt am nächsten dran von der Munition? Das ist ja hier. Das heißt, ich müsste es... Hab ich doch schon. Warum wird mir denn gesagt, dass ich das nicht gemacht habe? Das war ein böser Kommentarschreiber. Also das mit der Sniper-Munition ist schon so richtig. Ist nicht gerade schnell, aber es läuft. Da wurde mir was anderes gesagt. Aber gut. Also die beiden Sachen sind denn jetzt auch nicht gemacht worden, weil sie nicht gemacht werden mussten. Aber ich mache jetzt das, was ich eigentlich machen wollte, ohne mich vorher ablenken zu lassen. Und zwar die Mauern überprüfen. Ja, das sieht hier echt nicht gut aus. Also zum einen sind es alles noch die alten Ärmchen und es fehlt hier überall alles Mögliche. Das heißt, ich reiße hier ab. Alles. Bis da erstmal, weil wenn ich zu viel auf einmal mache, dann haben wir wieder Probleme. Ich werde hier allerdings auch wieder mehr davon brauchen. Ganz mal weg. Das heißt, die Radarschüssel, die ich vorhin eingesammelt habe, kann ich jetzt wieder setzen. So, 23 könnte schon fast reichen. Von da oben kommt nichts mehr. Achso, ja, weil es zerlegt wurde, das ist okay. Du brauchst hier noch grüne Ärmchen. Mach die mal alle so. Und dann kriegst du die und die. Du kriegst die, die und die. Dann sollte das hier auch gefixt sein. Gut, gut. Dann setz bitte hier dich.
Und jetzt haben wir das Abbauproblem. Gib mir die ganze Gatling-Munition. Und setz das Ding dann nochmal drüber. Shift, so. Ja, das schafft er, ist okay. So, das ist also auch auf dem Weg. Sobald das durch ist, mache ich das Ganze hier auch nochmal. Zwischendurch einen Blick werfen auf die Ressourcen. 12.000 Eisen und 3.000 Kupfer. Yes! Sehr schön. Wie sieht es eigentlich mit dem Eigenbedarf aus? Ich habe weder grüne Chips, eine rote habe ich ein paar. Grüne Chips sollte ich aber mal einsammeln. Und die können jetzt eigentlich auch erstmal wieder wegsortiert werden, weil ich brauche sie erst, wenn ich wieder einen Angriff starte. Robert, das sind alle beschäftigt? Nee, 300 haben nichts zu tun. Das müsste eigentlich schön schnell entleert werden. Dann nimm bitte auch mal den Stein raus, das raus, das raus. Den Rest nicht unbedingt. Na. Das Unglücken ist fertig. Ja, sehr schön. Dann mach hier das nächste Blueprint. Warte, nicht überlappen. Da. Und das muss ich jetzt einmal gucken. Ist eine Menge Arbeit, ja. Das heißt, theoretisch, wenn jetzt ein Angriff wirklich von hier kämen würde, hätte ich ein arges Problem. Das heißt, ich muss da dranbleiben. Es wird jetzt ein wenig Fahrt, diese Folge noch. Und vielleicht am Anfang der nächsten. Aber was muss, das muss. Und ich habe viel zu viel Gatling-Money. Sollte echt aufhören, die herzustellen. Nimm mal die ganze Munition. Papier oben. Da kommt die Munition zum ersten Mal wieder an. Okay. Dann mach ich hier mal einfach eine rote Kiste. Tu das dahin. Leg das darauf und tu hier die ganze Muni rein. Mach das ruhig ein bisschen schneller auf zwei Kisten verteilt, damit die sich alle vollstopfen können. So, Radarslot sieht okay aus. Hier kommt weg, wird ersetzt durch die hier. Ärmchen weg, Ärmchen weg, Ärmchen weg. Sonst war da hoffentlich alles in Ordnung. Und dann kommen hier auch nochmal Kisten hin. Die ich dann später alle wieder abreißen muss, aber das ist mir wert. Wenigstens wird das hier einigermaßen schnell aufgefüllt. Alles, warum ist es auf der falschen Seite? Oh Mist. Ja, es ist nicht auf der falschen Seite, es ist auf der richtigen Seite. Die neue richtige Seite ist nämlich links, richtig? Darum, darum, darum. Ja, links ist das neue für das Gatling-Zeug. Gut. Also alle Kisten, die ich gerade gesetzt habe, sind falsch. Nur viel dazu. Aber das wird eh schnell genug weggefangen. Die Kisten sind irgendwann leer und dann behebt sich das. Weil ich denke nicht, dass es so schnell passieren wird, dass auf der rechten Seite komplett alles voll ist mit Sniper-Munition. Dafür haben wir doch ein paar zu viele Sniper-Türme, die auch zu häufig schießen, weil sie eine höhere Reichweite haben. Genau, schnappt euch das alles weg, schnappt euch das alles weg. Hier ist eine Riesenlücke. Bitteschön. Angriff, ein regulärer Angriff unten beim Öl. Da sind aber genug Türme, ne? Nee. Achso, es schießt gar keiner, weil gar keine Gegner da sind. Es war nur so ein Artillerieangriff. Noch ein Nachteil davon, dass wir jetzt überall diese Riesenbasen haben, weil ich denke, in den Riesenbasen wird entweder ein Gebäude gebaut, das diesen lila Schuss machen kann, oder die Königin macht das oder irgendwas in der Richtung. Also sobald eine Basis zu groß wird oder zu high-techy, kann sie sowas rausschmeißen. Kann ich jetzt aber auch nicht wirklich großartig verhindern, weil ich, ja, also ich könnte mal wieder versuchen, eine zu knacken, eine Basis. Dafür müsste ich mir noch ein bisschen Stahl abholen. Aber so wirklich zuversichtlich bin ich da nicht. Selbst mit den Robotern. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Weil je länger ich warte, desto schwieriger wird es. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen was gemacht an der Verteidigung.
Der Rest wird noch eine ganze Weile dauern. Ich schmeiß... Hier haben wir die Sniper-Munition hinterher. Dann mache ich hier eine lila Kiste für die Türme. Und für euch. Und für euch. Ne, warte, die brauche ich für. Falls ich irgendwo eine Delivery Messdritte aufstelle. Du kannst kurz weg, du kannst weg. So. Die ganzen Sachen für die Stromgewinnung können weg. Tränke lagere ich ungern ein, genauso wie die anderen Delivery Sachen, falls sie mal kaputt gehen. Und jetzt brauche ich den Flammenwerfer, um Dinge zu zerstören. Also fordere bitte an. Flamer-Ammo. 50 Stück. So, derweil... Setze ich mal ganz kurz hier ein bisschen... Oh. Ah, Mist. Noch eine wichtige Information, die ich bekommen habe. Meine Rüstung kriegt richtig stark Schaden. Sobald das Schild ausläuft. Und das Schild läuft aus, sobald ich am Verhungdursten bin. Ja. Nicht schön. Also gar nicht schön. Bessere Batterien, besseres Schild. Alles besser. So, Flamme für Muni kommt, ist okay. Die Roboter sollte ich noch abholen, bevor ich gleich keinen Platz mehr habe. Die Roboter waren da hinten. So, 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Das Zeug setze ich einfach hin, damit ich überall einigermaßen gleichmäßig den Boden habe und schnell laufen kann. Ich weiß, es ist absolute Steinverschwendung, aber ne? Ich hätte halt ganz gerne am Ende eine Basis, die komplett planiert ist. So. Wir haben es gerade Tag, das ist unpraktisch. Ich sollte eigentlich erst loslaufen, wenn die Nacht zur Hälfte rum ist. Das heißt, ich laufe jetzt zur Stahlgewinnung runter. Gucke, ob ich da ein bisschen Stahl abgreifen kann für vielleicht noch ein MK2-Schild oder so. Das wäre echt praktisch. Stahlgewinnung war da. Ja, Radarslots kommt gerade hin, so. 200 davon, bau... Ein MK2-Schild. Brauche ich eine Weile, aber ist okay. Nimm mal nochmal ein Stack mit, damit wir zwei Stacks davon haben. Den geht es dann zu den grünen Chips und den roten. Da decke ich mich ebenfalls ein und dann habe ich auch unterwegs ein bisschen was zum Craften. Nebenbei noch Augen offen halten nach alten Kisten, die ich lila machen könnte. Um mehr Kram in mein Inventar umzusortieren. Warum sind hier Füllblocks? Ja, das kann weg inzwischen. Stonebricks. Achso, die Stonebricks kann ich nutzen, um hier, ne? Weiterzumachen. Wobei, da hatte mir jemand gesagt, es gab einen Trick, wenn man irgendwas drückt, kann man die Flächen größer machen. So, die Füllblocks können weg, das weg, das weg. Also die Flächen, die man legt mit dem Steinboden. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, was das war. Oh, MK2-Schild ist schon fertig. Ja, ich brauche mehr... Mehr was? Mehr Rot und Grün ist wahrscheinlich. Was schießt, ist okay. Wow. Steuerung, Shift, Alt. Hm. Signetasten gibt es oder eine Tastenkombination, aber ich weiß nicht mehr welche. Alles voll. So, wir haben es jetzt mitten in der Nacht, also sollte ich jetzt loslaufen. Die Steine auch mal leer? Gut. Weg, weg, alles weg zu dir. Genau wie du da, ich habe keine lila Kiste mehr. Bau eine lila Kiste. Mach daraus eine lila Kiste. Oh, nein. Nein. Mach daraus doch keine lila Kiste. Da werden mich die Roboter durchgehen hassen. Ich laufe jetzt zu welcher Basis und teste es? Zu der. Und der wird schon mehrfach versagt haben. Ich habe meine Türme, ich habe Munition für die Türme, ich habe Mauern, um die Türme einigermaßen zu sichern, ich habe Flammenwerfer-Muni, um ein, zwei Gebäude zu zerstören und ich habe die Roboter. Sollte soweit also okay sein. Oh, und ich habe auch noch einen
Medkit hier und ein Backup-Medkit da. Und alles, was ich jetzt erreichen möchte. Oh, warte, ich sollte die. Mist. Ach, mal. So. Alles, was ich jetzt erreichen möchte, ist ein gegnerspawnendes Gebäude zerstören in der Basis, damit der nächste Angriff dann einfacher wird. Wie viel Lyrium hast du? 2, achso. Du warst das. Die Portable Solar Panels. Bau davon nochmal 3 oder 4 Stück. Ich glaube, die passen da rein, ne? Ja, 3. Das war wieder ein Artillerieangriff, das ist okay. Noch. Wenn die Artillerieangriffe allerdings auch immer mehr Schaden verursachen, mit jeder Generation von denen habe ich irgendwann ein Problem, weil dann alles gewonnen werden kann. Das klingt auch nicht sehr angenehm.